So, und hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. So. Willkommen zurück zu Ezo. Wir sollen Abnotan suchen. Wir haben einiges geschafft. Wir haben den Horn. Das Horn gefunden. Und so. Ja, das ist cool. Und ich schlürfe hier nebenbei ein Cappuccino. Alter Lunke, wagt es nicht, diesen Fuß an meinem Knöchel anzubringen. Das ist Hartwells bisher längster Anfall. Vielleicht kann ich... Es reicht. Zeit für eine Abreibung. Bizarre Visionen, zerteilte Körper. Ich hasse Nekromantie. Fünfkralle. Cadwell vertraut euch. Sprecht ihr mit ihm. Warte, was ist das, ein Seedstein? Ich habe so ein bisschen gehofft, dass man den gleich mitgriefen kann, ne? Wer ist da? Gebt laut! Ich will diesen Tunichtguten eine wertvolle Lektion erteilen. Und ja, ich habe vor, dass ihr auch wehtut. Cadwell, ich bin's. Was ist hier los? Ah, wunderbar. Ich könnte eine edle Knappin in der kommenden Schlacht brauchen. Eine Schlacht der Köpfe? Auf jeden Fall hat Sumok Foam alle zerstückelten Teile des Verräterkörpers gesammelt. Ich darf nicht zulassen, dass der Nekromant ihn, mich, wieder zusammensetzt. Cadwell, was seht ihr? Wo ist Sumok Foam? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine finstere, bedrohliche Kaverne. Genau die Art von Ort, an der Nekromanten sich gern herumtreiben. Oh, aber hallo, aufhören! Entschuldigt, edle Knappin, aber ich muss mir mal eben selbst gegen den Kopf treten. Cadwell wartet. Ich ziehe aus, um diese garstigen Bösewichte aufzuhalten. Tarn, könnt ihr feststellen, wohin Cadwell verschwunden ist? Er ist in mir drin. Von all den törichten, unklugen und gänzlich idiotischen Dingen, die Cadwell je getan hat, mag dies das Schlimmste sein. Er hält sich für einen Helden, aber er gibt Sumok Foam genau das, was er braucht. Was meint ihr damit? Warum braucht Sumok Foam Cadwell? Ich bin kein Fachmann in Nekromantie, aber es ist offenkundig, dass unser Cadwell das letzte Teil ist, das Sumok Foam noch braucht, um den Verräter wieder instand zu setzen. Er hat alle Teile von Cadwells zerstückeltem Körper. Und nun hat ihm Cadwell auch noch die letzte Komponente geliefert. Seine Essenz. Cadwells Essenz? Sie meint seine Seele. Hat ein Seelenberaubter noch eine Restseele? Ich habe keine Ahnung, wie die Geisteslehren aus dem Reich des Vergessens sich derlei Dinge erklären. Doch in dem Cadwell, den wir kennen, muss noch irgendein Körnchen des ursprünglichen Cadwells stecken. Es liegt sehr nahe, dass der Nekromant dieses Körnchen ebenfalls braucht. Wie helfen wir Cadwell? Wir wissen nicht einmal, wo er ist. Es ist mir gelungen, Cadwells Portal per Hellsicht auszuspähen, ehe es sich verflüchtigte. Es ist mit einer uralten Krypta in der Narbe verbunden, unweit von Stiche. Macht euch umgehend dorthin auf, der Rest von uns wird seine Vorbereitungen treffen und sich euch schnellstmöglich anschließen. Ich finde zum Bock vorm Unterschlupf Sands in der Narbe und treffe euch dort. Warum habe ich so gesagt? Total unwichtig. Uah. Irgendwas fehlt bei dem Cappuccino. Ich glaube, das ist die Milch. Ich wollte aber die Milch nicht aufschäumen, weil ich im Moment keine Lust habe, den zu reinigen, weil der schon gereinigt wurde von mir. Also habe ich einfach nur Milch reingekippt und meh. Geht zum Versteck von Fumoxom. Ja, natürlich, er ist in Stiche. Ich hätte es mir auch nicht anders gedacht. Warum? Nicht anders. Wenn ihr Stiche genauso mögt wie ich, dann lasst doch ein Like da. Wenn du schon mal hier bist. Gut, also erstmal zum Wegschrein. Von dort aus da direkt. Rigurd wusste, dass er mehr Met hätte mitbringen sollen.
Rigurts Lieblingshilfsdiplomatin. Wie geht es euch? Rigurt war sehr beschäftigt. Den müssen wir uns unbedingt merken, dass er hier steht. Den will ich zum Schluss machen. Weil wir die Hauptstory durch haben, dann machen wir ihn komplett. Einmal durch. Oh ja, bitte. Zum Anfang von der nächsten Staffel, das wäre cool. Ah, guck mal, da ist einer, der auch diesen Speed-Trick hat. Der kennt auch Super Speed. Das können wir leider nicht. Mit dem Charakter, ja. Macht ja nichts. Spiel, warum stockst du dich hier so vor sich hin? Hast du irgendein Problem mit dir selbst? Kommst du irgendwie nicht klar? Befreit mich. Giovanni und ich hatten eine Abmachung. Ich habe sie eingehalten. Stimmt. Aber warum zahlen, wenn ihr so umsonst... Wisst ihr, wie geil es eigentlich war bei mir, das Spiel Mittelerde... Ja, es wird Mordors Schatten genauso treffen, aber eher Schatten des Krieges zum Laufen zu bringen. Es war wirklich sehr interessant. Da hast du alle Sachen gemacht. Nur in die MS-Config, da hast du nicht reingeguckt. Das bin ich nur über ein Forum drauf gestoßen. Da habe ich da ein paar Sachen deaktiviert. Und ich glaube, ich weiß, welches Programm daran hindert, das Spiel auszulösen. Und interessanterweise war dazwischen dann auch noch ein Defekt an einem anderen Programm. Den habe ich dann auch nochmal repariert. Irgend so ein Windows Game Services. Auch so ein Schmand, den es damals ja auch nicht gab. Also alles diese Hardware-Beschleuniger, die meinen, die würden die Spiele gut was Gutes tun. Und in Wahrheit brechen sie die Spiele runter. Ich denke mal, auch einer davon könnte auch das Problem sein, dass Unity so hart gestockt hat. Oder solche Sachen. Echt aufregend, euch dabei zuzusehen. Ich bin schon gespannt, was ihr damit anstellen werdet. Spiel, du stockst jetzt wirklich ein Stück für Stück. Steht auf Maximum? Ne. Ich glaube, der PC ist zu heiß, war mein. So, vielleicht ist es so besser. Er stockt ja so ein bisschen vor sich hin. Aber ich denke mal, es liegt an irgendwas anderem. Das ist dieser Nebel hier. Seht ihr, also irgendwas stimmt doch nicht, ja. Schicke Beute. Schicke Jacke. Das war ein anderes Zitat, aber es fällt mir da spontan ein. Sehr schick. Jetzt wird doch keiner wissen, wovon ich gerade rede. Dann fliegt da hinten ruckelnd ein Drache rum. Ist mal ernsthaft, warum stockt das Spiel? Das können wir mal beenden, das brauchen wir nicht. Oh. Wie ist das jetzt? Ah, jetzt kann es sogar besser laufen. Ich glaube, das ist dieses eine Programm. Ich nehme es zurück. Vielleicht muss ich einfach mal Folgendes machen. Windows neu aufsetzen. Ihr habt euch Zeit gelassen. Reden wir. Tut mir leid, das Spiel hat gestockt. Konnte ich nichts für. Das Reisen hat mir früher nie so viel ausgemacht. Ach ja. Da ihr nun hier seid, können wir mit der Untersuchung der Krypta beginnen. Genau, wo sind Samarak und Präfekt Carlo? Ich dachte, sie würden hier uns treffen. Der Adept und der Präfekt haben sich freiwillig gemeldet, um den Weg auszuspähen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Das heißt, es liegt jetzt bei uns,
Wir müssen Sumok Fom davon abhalten, Cadwell, den Verräter, wiederzubeleben. Ihr glaubt, Samaragon Carlo ist etwas zugestoßen. Etwas hat sie an der Rückkehr gehindert. Ich kann nur vermuten, dass die Nekromanten oder ihre Untoten sie erwischt haben. Wo man sie aufgehalten hat, müssen wir durchhalten. Ansonsten kommen Sumok Fom und die Drachen der Erfüllung ihrer Pläne einen Schritt näher. In Ordnung, dann mal los. Ich glaube, ich weiß, warum es ruckelt. Ich habe vergessen, dieses eine Programm zu starten, was die Prozesse ordnet so ein bisschen. Und ich glaube, das beißt sich jetzt gerade so ein bisschen ins Gras. Boah, Jesus, sogar meine Maus hakt. Was ist denn da los? Stimmt doch jemand nicht. Merkt ihr? Sagt ihr richtig. Wo ist mein Bottleneck? Das ist jetzt so schwer nachvollziehen, aber es könnte... Die Grafikkarte hat nicht mal 100% Auslastung. Oh doch, jetzt ja. Das ist dieser scheiß Rauch hier. Naja. Vielleicht wurde die Grafikkarte falsch eingestellt. Ich habe so ein paar Experimente gemacht mit dem Rechner hier. Mit so ein bisschen Overclocking. Überhaupt habe ich den Arbeitsspeicher mal eingestellt. Was erstmal schon mal nicht schlecht war. Funktioniert ja noch. Beobachten wir das Ganze mal einfach. Was ist euch zugestoßen? Ja, Cutfield ist jetzt egal. Lass mich doch ausreden. Beobachten wir das Ganze mal. Ich bin ja ruckeln gewöhnt, also es ist ja nichts so Neues für mich. Aber jetzt lässt sich das Spiel wirklich ab. Vielleicht soll ich es gleich neu starten. Ah, ein alter Kamerad. Sie haben sie mir entrissen. Cutfield, was ist los? Oh, tolles Bild. Nehme ich gerne mit. Ich glaube, das habe ich sowas von vermasselt, alte Freundin. Ja, das hast du. Erzähl mir, was geschehen ist. Ich öffnete ein Portal. Damit sollte der elendige Sumok Fom sein Ende finden. Doch er übertrumpfte mich. Der Nekromant stahl meine Essenz und verteilte sie auf verschiedene Ritualstätten in seinem ganzen Versteck. Jetzt bin ich schwach. Und mein alter Körper wird wiederhergestellt. Was ist mit Samarak und Präfekt Carlo? Habt ihr sie gesehen? Die große Katze und den Kaiserlichen? Sie kamen kurz nach mir an, aber ihnen erging es nicht besser. Ich bin mir nicht sicher, was Sumok Fom ihnen angetan hat. Ich habe nur hier gestanden und versucht, meine Kraft zurückzugewinnen, um es nochmal zu versuchen. Vielleicht können wir eure gestohlene Energie zurückgewinnen. Auf jeden Fall müssen wir Sumok Fom aufhalten. Mich wieder aufladen? Eine grandiose Idee. Und ich stimme zu. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Verräter sich den Drachen anschließt. Das erinnert mich daran, wie... Prost. Nein, ich kann nicht klar denken. Zu schwach. Ich stehe euch bei, solange ich kann. Ich würde mich aber natürlich lieber mal hinlegen. Ja, leg die mal hin. Leg dich einfach auf deinen Rücken. Ich werde Sumok Foms Ritual, solange ich kann, verzögern. Komm auf Feuerstein drauf. Und seht, ob ihr seine gestohlene Energie bergen könnt. Scheiße. Ich hasse eure langsamen Dialogschleifen. Jetzt haben die den Dialog abgebrochen, den die miteinander hatten. Ihr habt uns den Tod überlassen, Carlo. Unser Blut klebt an euren Händen. Oh, wie nett. Da wird er Gedanken manipuliert. Nekromant Otto! So viel besser als Leben. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr euch in das Ritual einmischt. Hat Vogel gerade gesagt, so viel besser als Jesus? Ich werde euch euer Fleisch von den Knochen ziehen. Wenn wir
leuchtende Wolke. Sie hält das Ritual zusammen. Oh ja, machen wir es weg. Wie erfrischend. Finden wir den Rest von mir und setzen wir alles richtig zusammen. Aber sicher doch. Ich werde das Spiel gleich mal neu starten. Ihr wart nie stark genug, Samarak. Ich starb, weil ihr schwach gewesen seid. Ein Gebet an die Monde wird euch nicht retten, Katze. Meine Magie wird euch zerstören. Eindringling, noch mehr Futter für das Ritual. Samarak scheint. Yep. Erneut. Keine Zeit für Narren. Willkommen zurück, kleine Energie. Ich habe dich vermisst. Eigentlich würde ich das wirklich feiern, wenn das wirklich die Stimme von SpongeBob wäre. Der noch in diese Lache plötzlich. Das wäre so surreal und irgendwie aber auch cool. Woher kommt eigentlich das ganze Wasser aus den Ohren? Ist das irgendwie Kondenswasser, was sich da ansammelt? Über Jahrtausende von Jahren? Ihr seid ein seniler alter Narr, Halbbruder. So bin ich alt. Wie konntet ihr so unvorsichtig sein? Die Drachen sind euer Fehler. Rotweizenbier. Ihr kennt das bereits. Ein Sack voll Zitronen. Dunkelelfen. Handwerksstiel. Oh, so viele Ohren. Eure Vergangenheit wird euch vernichten, Abnotar. Beseitigt diese verdammte Wolke! Alles klar. Beseitigt. Oh, das hat aber gesessen. Wusstet ihr, dass ich einmal ein Hochkanzler war? Nein, wartet, das ist Abnurs Text. Okay, Abnur, sprich. Wusstet ihr, dass ich einmal ein Hochkanzler war? Mist. Ich wollte nicht mit dir sprechen. Ja, Sumokform ist toll. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Erstens wird mein Cappuccino kalt. Ich muss ihn austrinken. Oh. So was bleibt ja wirklich nicht lange heiß, ne? Ihr habt gelernt, wie man Teller aus Elsweier grob macht. Grobe Teller aus Elsweier. Warum nicht? Nehme ich mit, kann ich gebrauchen. 5 Kralle. Diese hatte nicht viel Zeit. Hauptmann Nalado, die ist doch tot. Warum ist sie eigentlich tot? Ne, sie ist nicht tot. Das ist ein Pot, ist einfach nur eine magische Projektion von ihr. Eine Schatzkarte des westlichen Himmelsrands? Das ist selten. Das ist super selten, dass man Schatzkarten kriegt hier. Nutze sie zwar kaum, aber jetzt muss ich sie ja machen, ne? Ja, wollen wir mal gucken, wo die ist. Irgendwo bei einem Hügelgrab, prinzipiell. Hatte ich das Himmelsrand schon gemacht? Ja. Könnten wir tatsächlich mal machen. Mm-mm-mm-mm.
Naladu sollte nicht hier sein. Diese sollte durch die Sande jenseits doch tot. Der Sterne streifen und bereit für den nächsten Sprung sein, anstatt durch dieses stinkende Grabmal zu streifen. Warum seid ihr la? Sumok Fum hat Naladu zurückgeholt. Er wollte sie bei seinem elenden Ritual einsetzen, aber tot oder nicht, Naladu ist noch immer eine Soldatin. Seine Anhänger hatten nie eine Chance. Diese spürte etwas. Sie entschied sich, hier noch ein bisschen länger zu warten. Ja, ich habe auch etwas gespürt, als ich jetzt länger gewartet habe. Cappuccino ist zu kalt zum Trinken. Das Ritual hat Katwells Energie genutzt. Was ist geschehen? Naladu dachte schon, dass die Energiewolke sie an den seltsamen Ritter erinnert, der sich mit Kochgeschirr schmückt. Wo kommt das zweite Glas her? Diese denkt, dass sie einen Teil der Energie in sich aufgenommen hat, als sie den Nekromanten tötete und diesen Teil des Rituals störte. Jesus. Ich habe heute abgewaschen und ich habe jetzt... Ich steche fest, hier ist ein zweites Glas. Warum? Ich habe doch bereits... Ich habe drei Gläser hier auf dem Tisch. Wie alt ist denn das hier? Oh, zu alt. Scheiße. Könnt ihr den Kirnkäppe zurückgeben? Sie zurückgeben. Vielleicht. Aber das wird diese Geisterform sicher zerfetzen. Sei's drum. Naladu gehört nicht mehr in dieses Reich. Richtet Königin Kamira und Garish Ri aus, dass Naladu ihnen lebwohl sagt. Nun macht euch bereit, seltsamer Ritter. Dies hier gehört euch. Euch. Ich möchte dir danken, dass du meine Charakterin als er bezeichnet hast. Tschüss. So. Kaboom. Und aufhalten müssen wir zum Bequem. Aber richtig schnell. Folge hat noch 2 Minuten Lebenszeit. Ah, zum Form. Jetzt wirst du stoppen. Von wegen. Tschüss. Damit ihr es wisst, ich bin mütterlicherseits gerade mal zu einem Viertelkadaver. Oh, was ist in der gleichen Wirklichkeit kann es keine zwei von euch geben, Seelenbär. Ach, du bist ja schon dreiviertel tot. Du bist noch nicht mal eine Ulti würdig. Lasset die Essenz des Blei fließen und... Oh, deine Tiere, die halten echt nichts aus, da. Sumok, du bist kein Gegner für mich. Oh, jetzt fährt er schon wieder ab in die Hölle. Guck mal, wie schnell die sterben. Ach, deine Ahe tut mir gar nicht weh. Ich brauche noch nicht mal ausweichen. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Boah, ein bisschen tut's weh, genau. Oh. Ist ein bisschen größer geworden. Jetzt schon halb tot. Oh, der lässt sich sogar noch von meiner AE beeinflussen. Oh, dieser Alter. Das hat wirklich Spaß gemacht. Oh, was für eine sagenhafte Show. Um den Ork wollte ich mich nach Abschluss meiner Wiederbelebung natürlich persönlich kümmern. Da ich wieder heil bin, gilt es für mich, ein Schicksal zu erfüllen. Also dann! Tja, das war der böse Catwell. Er hat ihn doch noch wiederbelebt. Nicht so gut. Nicht ganz so gut. Ich habe immer gehört, dass Eigenschau schwierig ist. Aber mich selbst zu treffen, niemand stellt gerne fest, dass er ein Fettgegröße war. Versucht es mir nicht vorzuwerfen. Er und ich
Wir sind zwei Seiten einer verbogenen Medaille. Catwell, was stimmt mit euch nicht? Ich weiß, was mit ihm los ist. Es gibt die... Boah, jetzt ganz, ganz nerdig. Es gibt eine Folge von Star Trek TOS, wo Captain Kirk durch einen Transporter in zwei geteilt wird. Einmal in eine gute Seite und einmal in eine böse Seite. Und die gute Seite wird immer, 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 immer schwächer. Das ist hier quasi jetzt genauso. Ich glaube nicht, dass die Welt mehr als einen Catwell gleichzeitig ertragen kann. Meine Essenz, ich spüre, wie sie verrinnt. Seltsam. Mit dem Ende kommt auch Klarheit. Ihr werdet versuchen, ihn für mich aufzuhalten. Oder nicht? Ja, aufhalten? Was für Pläne hat er denn? Zu Ende bringen, was ich vor sehr, sehr langer Zeit begann. Ich erinnere mich, wie wir die Drachen aufgehalten haben. Kunsari und ich. Wir überlisteten Karl Grundtit, indem wir seinen Ehrgeiz gegen ihn wendeten. Wir überzeugten ihn, einen Teil seiner Macht in Jodes Kern zu legen. Wie hat das die Drachen aufgehalten? Karl Grundtit befahl seinen Brüdern, es ihm nachzutun. Sobald sie geschwächt waren, konnten wir sie in den Kolosshallen einsperren. Dann habe ich Kunsari getötet. So verdiente ich mir diesen Namen. Ich wollte die Macht stehlen, aber Anakinas Adepten... Catwell, hier. Ich bin immer noch hier. Kamira, sie sieht genau wie Anakina aus. So schön. Anakina hat einen Schlüssel für einen besonderen Ort. Dort lernte ich, die Portale zu benutzen. Zum Glück enthauptete und zerschnitt man mich, bevor ich Jodes Kern erreichte. Hallo. Ihr werdet mich, ihn, wohl wieder in Stücke hauen müssen. Sag Kamira, sie hat den Schlüssel und passt auf den kleinen Herr. Ja, ich sag Kamira, dass du sie liebst. Oh, er wurde geblippt. Thanos hat mit dem Finger geschnippt und er ist geblippt. Oder hieß das Blob? Keine Ahnung. Ich habe noch nie verstanden, warum die diesen Begriff dann nehmen. Ich habe noch nie verstanden, warum das dann Ende genommen hat. Irgendwie verstehe ich im Moment nicht, wo sie überhaupt mit dem Film hinwollen, aber irgendwie klingt das dann ganz auch ziemlich cool. Irgendwie gucke ich auf die Uhr und sehe, dass die Zeit irgendwie aus ist. Irgendwie schaue ich mich gerade um und sehe, dass das Video gerade endet.